Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Train Simulator 2020 hier auf meinem Kanal. Ja, wir werden uns heute mal das neue Add-on hier ansehen für den Train Simulator und zwar von Train Team Berlin, was ja am 29.06.2020 erschienen ist. Also ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und wir werden das Ganze auf jeden Fall heute mal ansehen. Es handelt sich hierbei nämlich um die Baureihe 481, die ja in Berlin unterwegs ist und zwar als S-Bahn. Und da werden wir heute mal unterwegs sein. Es werden insgesamt hier bei der neuen Strecke, die hier mitgeliefert wird, hier auf einem Teilabschnitt der S25, ein Südast zwischen Berlin, Potsdamer Platz und Teltowstadt, wo man hier unterwegs sein kann, werden hier mitgeliefert. Ja, und wir fahren heute mal ein Szenario von insgesamt 8 Szenarien, waren es glaube ich, genau, die mitgeliefert werden von TTB und sehen das Ganze mal an. Ich habe mich mal entschieden hier für das Szenario 7, Ausrücker. Und zwar übernehmen wir hier einen Zug in der Abstellanlage des Anhalter Bahnhofs und bringen diesen im Morgengrauen von Potsdamer Platz nach Teltowstadt. Um 5.45 Uhr geht es hier los bei klarem Wetter. Ich hoffe, man sieht schon ein bisschen was am Morgen. Ist natürlich noch relativ früh, aber im Sommer sollte es eigentlich schon so ein bisschen am Morgen hell sein um die Uhrzeit normalerweise. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir das Ganze mal an. Ich klicke einfach mal auf Start. So. Und dann warten wir einfach mal kurz. Also die Strecke startet tatsächlich relativ schnell. Also vergleichsweise mit anderen Strecken, die dauern natürlich schon ein bisschen länger. Oder je nachdem, was für Szenario auch fährt. Ne? Aber hier habe ich gesehen, auf dieser Strecke laden die Szenarien eigentlich wirklich relativ blitzschnell. Sehen wir auch schon. Jetzt sind wir schon da. So, da können wir mal gerade lesen. Guten Morgen. Die Stadt erwacht an diesem schönen Frühlingsmorgen. Sie haben Ihren Zug in der Abstellanlage Anhalter Bahnhof betreten. Rüsten Sie in aller Ruhe auf. Und überführen Sie den Zug in die Abstellanlage am Potsdamer Platz. Von dort aus geht es als Einsitzer S25 nach Teltowstadt. Bevor der Fahrdienstleiter Ihnen freie Fahrt gewährt, muss die verspätete S1 aus Wannsee noch rasch durch. Sie können nach dem Aufrüsten aber schon bis zum Sperrsignal vollziehen. Diebesdaten: Liniennummer 0, Umlauf 0, Zielcode 997, nicht einsteigen, Startcode, nichts. Ab Potsdamer Platz, Liniennummer 25, Umlauf 8, Zielcode 84, Teltowstadt, Startcode 74, Potsdamer Platz. Genau. So, da würde ich sagen, ich mache mal gerade kurz ein Bild davon, von den Ibis-Daten, damit ich mir die merken kann für nachher. So, und dann können wir das Fenster einmal hier schließen. Jawohl. Ja, und da sehen wir hier schon unsere Baureihe 481. Wenn wir uns natürlich auch nachher mal ein bisschen genauer im Detail ansehen, wenn wir überirdisch nochmal unterwegs sind, da kann man das Ganze auch besser betrachten bei Tageslicht. Würde ich sagen, stelle ich mir gerade noch ein bisschen hier die Position ein von dem Sichtfeld. Vielleicht so in dem Bereich. Und dann würde ich sagen, rüsten wir erstmal soweit alles auf. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das funktioniert. Also ich bin natürlich schon ein bisschen hier gefahren. Aber so ganz vertraut bin ich noch nicht so ganz, kann man sagen, ne? Aber wir schauen einfach mal, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe es einfach mal. Also als allererst müssen wir eigentlich mal den Batterieschalter anmachen. Das war ja hier gewesen. So. Das klingt doch schon mal gut, ne? Und genau, als nächstes kommt dann der Hauptschalter. So, ich hoffe, es hat jetzt funktioniert. So, das hätten wir schon mal. Dann genau, stimmt, ich habe noch was Wichtiges vergessen, den Schlüssel natürlich. Und zwar haben wir hier so einen Rucksack, dann können wir hier den Schlüssel nehmen. Auf jeden Fall ganz cool animiert, wie ich finde. Und können die dann hier vorne reinstecken. Komischerweise ist jetzt irgendwie nicht da. Das ist irgendwie noch, ich weiß nicht genau, ob das, ich vermute mal, dass es noch ein Bug ist. Ah, jetzt ist er da, okay. Machen wir wieder zu den Rucksack. Aber es ist schon ganz witzig gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Und dann drehen wir hier um. Oder ist schon umgedreht. Und jetzt können wir erst den Hauptschalter aktivieren, ne? So. Jawohl. So, ich hoffe mal, dass nachher vom Sound alles passt, ne? Weil ich habe aktuell nämlich auch meinen OBS ein bisschen lauter gestellt von der Systemlautstärke her.
So, das hätten wir schon mal. Jetzt können wir hier auf vorwärts stellen. Beziehungsweise wir können erstmal auf. Ist also auch sozusagen auch eine Art Tempomat, was wir hier haben, ne? Können wir erstmal hier so auf 20 stellen. Das müsste eigentlich reichen, weil wir haben sowieso Rangierfahrt, Ausfahrt mit 25 km/h, beziehungsweise Abfahrt mit 25 km/h erstmal. Genau. So, Instrumentenbeleuchtung machen wir ein bisschen an. Die Spitzensignale. Jawohl. So, unser Ibis haben wir vorne, den bitten wir uns gleich. Jetzt machen wir noch gerade ein bisschen Licht an im Fahrgastraum. Das können wir schon mal machen. Die Heizung, gut, kann man gar nicht bedienen. Brauchen wir auch, denke ich mal, eher nicht. Machen wir gerade das Licht an. So. Ist eigentlich auch ganz witzig erstellt worden, finde ich, oder umgesetzt worden. Gefällt mir. Mit dem Licht, das so ein bisschen flackert. Das erinnert halt noch so an diese älteren Neonröhren, ne? Diese Neonleuchten, wie man sie kennt. Die flackern ja auch immer so am Anfang. Kann man natürlich jetzt nicht so genau darstellen wie jetzt in der Realität, ganz klar. Hier im Train Simulator. Aber finde ich schon ganz, ganz nett animiert, ne? So, haben wir auch schon mal kurz den Fahrgastraum gesehen. Wie gesagt, sehen wir uns natürlich nachher noch ein bisschen genauer im Detail an. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal nach dem Ibis. Ich hoffe, ich weiß auch das, wie das funktioniert. Wie war denn das nochmal? Ibis, genau. So, Eingabelinie. Jetzt kommt natürlich hier mein Screenshot von eben, beziehungsweise mein Bild von eben zum Einsatz. Linie Nummer 0 soll ich eingeben. Umlauf 0. Und Zielcode haben wir hier 997 für nicht einsteigen. So, Start. Code haben wir nix. Was muss ich jetzt da eingeben? Auch 0, wahrscheinlich. So, dann gucken wir mal von außen. Nicht einsteigen. Das sieht doch gut aus. Ja, und dann fahren wir jetzt erstmal zum Potsdamer Platz, zum Gleis 4. In knapp 1 Kilometer. Was ganz Wichtiges vergessen. Federspeicherbremse aus. So, jetzt aber. So, das Spitzensignal ist schon umgesprungen. Ne, nicht Spitzensignal, Zwergsignal natürlich. Spitzensignale sind vorne die Lichter beim Zug. So, die Sifa haben wir ja auch hier, die alle 30 Sekunden einmal hier aufleuchtet bzw. sich bemerkbar macht. Habt ihr vielleicht eben schon gesehen. Es wird hier vorne durch diesen Leuchtmelder dargestellt und auch es gibt auch natürlich diesen akustischen Signalton, der dann aufploppt oder abgespielt wird und das bestätigen wir dann einmal mit der Leertaste. Jo, da haben wir es schon gehört. So, hier halten wir ja nicht. Ein bisschen hochstellen. Jetzt dürfen wir schon schneller fahren. Ich stelle einfach mal. Ja, auf 100 können wir eigentlich jetzt mal lassen. Ja, dann habe ich übrigens noch original aufgenommene Ansagen zugeschickt bekommen. Erstmal nochmal vielen Dank an der Stelle, an den lieben Max. Ansagen sind allerdings privat, deshalb bitte ich darum um keine Anfragen. Denn in der Realität sind natürlich hier andere Ansagen hier bei der S-Bahn Berlin eingesprochen worden, von ihnen gerufen, ne? Allerdings denke ich mal, aus lizenztechnischen Gründen durften die jetzt mitgeliefert werden.
Und standardmäßig sind hier Mozart-Ansagen mit dabei. So. Ich hoffe natürlich, dass soweit alles nachher passt, auch von den Ansagen jetzt her. Die sind nämlich zum Teil relativ laut. Ich glaube, man kann die sogar einstellen, dass sie leiser sind, aber ich habe mich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt. Ups. S-Bahn Berlin. Okay, jetzt sind wir hier. Ah ne, jetzt müssen wir erst noch zum. Halten Sie am S-Bahnhof Potsdamer Platz, Gleis 6. Achso, wir müssen noch hier weiter. Also, wir werden auch gleich einmal den Führerstand wechseln, ne? So, wir haben ja das Zusatzsignal hier bekommen. Genau, Mostzeiger sieht er auch. Ich dachte schon gerade, würde er vielleicht gar nicht sehen. Ich hatte nämlich heute mal hier die Spielaufnahme drin vom TS. Pultbeleuchtung kann man übrigens auch noch anmachen. Genau. Und während der Abfahrt um 56 Ankunft, 57 Abfahrt, okay. Könnten wir noch schaffen, ne? Jetzt fahren wir einmal bis zu dem Zwergsignal da vorne. Können schon mal langsam bremsen, weil der Bremsweg ist halt relativ lang von diesem Zug hier. So, das da müsste eigentlich schon reichen. So, jetzt läuft es einmal unten durch die Zeit. Und da können wir gleich switchen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich den Wagen jetzt hier richtig abrüste. So. Fein. Wechseln Sie nur den Führerstand. Geben Sie die neuen Ibis-Daten ein und vergessen Sie nicht, die Fahrgastraumbeleuchtung einzuschalten, sonst gibt es Beschwerden der Fahrgäste. Okay. Dann switchen wir mal gerade Fahrgastraum. Ja, Licht haben wir schon aktiviert vorhin. Jo, da bekomme ich gerade eine Nachricht auf dem Handy, eine SMS als Werbung. Toll. Von meinem Mobilfunkanbieter. Dankeschön an der Stelle. So, da machen wir mal gerade ein bisschen Instrumentenbeleuchtung an. Pultbeleuchtung. Und dann müssen wir natürlich erstmal nochmal unseren Schlüssel hier holen. Jawohl, jetzt funktioniert es auch direkt. Drehen wir einmal hier um. So. Also die Ibis-Daten, ja, die sollte man nicht vergessen. So, einmal nochmal eingeben. Eingabe-Liniennummer war die 25. Umlauf war 8. So, jetzt nimm das. Und Ziel ist 84. Teltow Stadt. Ah, jetzt nimmt er die 4. Warum er die manchmal nicht nimmt, die Zahl? Oder hier die Eingabe? Weiß ich jetzt nicht genau. Und Startcode haben wir hier 74, das ist dann der Potsdamer Platz. So, und dann hier unten einmal auf Start klicken. Und dann können wir los, ne?
auch nicht. Ja, Federspeicherbremse war noch angezogen, läuft. Ja, es wird nochmal sehr professionell hier, ne? Alles gut vorbereitet, ne? Ja, aber wie gesagt, passt schon soweit. Aber ich denke mal, es kann auch in der Realität mal passieren, dass man als Lokführer vielleicht was vergisst. So die Federspeicherbremse dazu so zu lösen, ne? Wäre natürlich nicht optimal, aber ist bestimmt schon mal dem einen oder anderen passiert, ne? So, jetzt haben wir erstmal nochmal eine Rangierfahrt. Also Vmax 25. Okay, jetzt schon 40. Ja, maximal dürfen wir übrigens hier 100 km/h fahren, also Vmax 100. Das steht auch hier oben irgendwo nochmal dran, genau. So, wann war hier Abfahrt 57? Gut, haben wir schon ein bisschen Verspätung. Aber die restlichen Zeiten, die sind jetzt ohne Fahrplan hier vorgesehen. Ausstieg rechts. Jawohl. S25 nach Teltowstadt. Da sind auch schon ein paar eingestiegen. Da sind auch übrigens neue, ja, neue Leute mit dabei, neue Fahrgäste, die hier dann aufploppen. Train Team Berlin wünscht viel Spaß mit dem Add-on und gute Fahrt. Ja. Es wäre natürlich noch der Hammer gewesen, wenn jetzt auch hier die nächsten Stationen immer so durchlaufen würden, ne? Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört oder gelesen, dass man das jetzt einstellen kann. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Und Abfahrt. So, da waren ja eben jetzt noch zwei Schilder gerade gewesen, ne? Das ist ja, glaube ich, für Hauptschalter ein und aus. Ich glaube, ich müsste dann an der Stelle tatsächlich dann auch den Hauptschalter ausschalten, ne? Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Jawohl. Ja, schöne Ansagen auf jeden Fall. Wurden ja, wie gesagt, von Max aufgenommen. Kollege. Ja, und sobald wir dann gleich die Türen öffnen werden, dann wird dann nochmal die Ansage abgespielt, wo dann der Ausstieg ist, auf welcher Seite. Ausstieg rechts. Jawohl. Ja, dann können wir übrigens auch noch hier vorne die Tür aufmachen. Und können an der Stelle dann auch rausblicken. Über die Pfeiltasten einmal hier den Serviceblick machen. Und natürlich schon, ob alle eingestiegen sind und so weiter, ganz klar. So.
Dann machen wir nochmal hier zu. So, da fährt sie. Ups, hier ist noch 40. Oh oh. Fahrankündigung 50. Ja, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben hier, ne? Also in der Realität würden natürlich die S-Bahn, die rauscht ja immer so richtig rein, ne? Da wird ja auch immer kurz vorher dann gebremst und es muss alles relativ schnell alles ablaufen, ne? Da war ich natürlich jetzt in den letzten zwei Stationen relativ langsam in den Bahnhof reingerauscht. Es zieht natürlich alles dann ein bisschen Zeit. Aber das muss man halt erstmal wieder lernen und sich dran gewöhnen. Allgemein, ich war jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr im TS unterwegs gewesen. Und ja, mehr in Omsi und so, ne? Jetzt kommt die Yorkstraße. Nächste Station, Yorkstraße. Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Na, sogar noch eine U-Bahn-Linie hier. Ja, und jetzt sind wir auch überirdisch. Jetzt sehen wir auch ein bisschen was hier von der Landschaft, von der Gegend. Da schon der Kollege. Und ich rausche schon wieder zu langsam hier rein, ne? Aber es ist tatsächlich wirklich relativ schwer hier mit dem Zug eine punktgenaue Landung zu machen. Also da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen, weil der hat halt wirklich relativ schwache Bremsen. Da muss man schon ordentlich mal in die Eisen gehen. So, und dann gibt es dann auch unterschiedliche Zugabfertigungen, habe ich gesehen oder mitbekommen. Und zwar zum Teil gibt es halt einmal so eine Art ja, Funk hier, wo wir auch hören werden, wenn wir dann abfahren dürfen. Und an anderen Stellen ja, muss dann hier der S-Bahn-Führer halt selber halt Ausschau halten. S25 nach Teltow-Stadt. Zurückbleiben bitte. Oh, okay. Zugvektor nach Teltow-Stadt. Türen schließen. Genau das meinte ich. Zugvektor nach Teltow-Stadt abfahren. Jo, machen wir. Genau, dann gibt es halt diese Zugabfertigung hier, die halt durch die, ich glaube, Leitstelle ist es dann, geregelt wird oder auf jeden Fall halt durch die Aufsicht an dem Bahnsteig per Funk. Und an anderen Stellen ist es jedoch so, dass man halt selber als Lokführer halt Ausschau halten muss, ob alle Fahrgäste eingestiegen sind und ausgestiegen sind und dann halt die Türen zumachen kann, schrecklich darf. So, VMAX 100, das fahren wir jetzt erstmal aus. In der Hoffnung, dass wir gleich nicht an der nächsten Station dann uns hier verbremsen. So, hier haben wir schon mal ein X bekommen, weil wir da zu spät waren, aber der Rest, denke ich mal, ja, müssten wir eigentlich ein Häkchen bekommen. Außer halt, wenn wir jetzt nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr.
Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld und Messe Nord ICC steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport and Messe Nord ICC, please change here. Jawohl. Ja, außer wenn wir uns halt so ein bisschen verbremsen würden, dann kann es halt sein, dass wir dann an der Stelle auch ein X bekommen. Oder wenn wir halt falsch anhalten, muss man halt dementsprechend ein bisschen aufpassen. Seht ihr, jetzt bin ich schon auf Bremsen 11. Jetzt mache ich schon eine Vollbremsung hier. Und ne, ihr merkt bestimmt, es ist ein relativ langer Bremsweg. So, neben uns steht hier ein ICE. IC3 müsste es gewesen sein. Er fährt gerade los. Haben die Fahrgäste dann für den Anschluss verpasst, falls sie mit dem fahren wollen? Aufstieg links. Jawohl. Fahrzeugschein auch mit dabei. Ja, also man hat das Ganze wirklich, wie ich finde, echt gut umgesetzt. Mit so vielen Details und alles, ne? Also man kann jetzt nicht jeden Knopf hier oder Schalter bedienen, das geht jetzt nicht, aber so größtenteils sind schon einige coole Features umgesetzt, wie ich finde. Auch hier das Rollo zum Beispiel, mit schönen Sounds dazu. Ich hoffe, ich krieg's jetzt wieder hochgemacht. Ja, okay. Oder halt auch das Ibis, ne, das war alles schon, denke ich mal, relativ aufwendig. Da steckt schon ziemlich viel Arbeit dahinter. Und war ja auch lange in Entwicklung gewesen, ne. Ich weiß es gar nicht genau, wie lange, aber auf jeden Fall einige Jahre. So, kann weitergehen. Ja, und die Strecke, die ist ja auch, ja, hier auf dem Teilabschnitt der S25, soweit an vielen Stellen auch, neu gebaut worden, neu hinzugekommen. Weil natürlich hier zum Beispiel jetzt, hier die Station, wo wir gerade sind, oder der Bahnhof Südkreuz, den kennen wir ja auch schon aus dem Add-on Berlin-Leipzig, ne, wo er mit dabei ist, wenn ich mich da jetzt enttäusche. Aber natürlich hier als S-Bahn hat man einen ganz anderen Streckenverlauf, wie jetzt ja, als wenn man im Fernverkehr oder so unterwegs ist oder als Regionalexpress. Wir fahren nämlich dann hier auf der linken Seite von uns gesehen und wir fahren halt hier auch so im Abzweig, so von Königin 60. Jetzt hoffe ich, ja, sie fährt relativ Station, laut auf. Riesterweg. Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Jo. Ja, ich hoffe mal, wie gesagt, dass nachher alles soweit in Ordnung ist, auch von dem Sound her, dass man mich halt noch vernünftig hören kann mit meinem Mikrofon und so weiter, ne? Weil, wie gesagt, der Sound ist halt relativ laut und ich habe halt auch nochmal was an OBS verändert, mit der Systemlautstärke, wie vorhin am Anfang erwähnt. Ansonsten wäre es halt ein bisschen ungünstig, ne? Muss ich mal schauen, entweder nochmal neu aufnehmen oder ja, keine Ahnung, ne? Als Speed-Video hochladen, aber naja. Ich glaube, die meisten Ausstiege sind tatsächlich hier auf der Strecke auf der linken Seite, wenn ich mich da jetzt enttäusche. Rechten Seite relativ selten. Also natürlich am Anfang hatten wir einige Ausstiege auf der rechten Seite. Allerdings glaube ich, dass die nächsten Stationen alle auf der linken Seite sind. S25 nach Teltowstadt. Zurückbleiben bitte. Ups.
auch schöner Sound dazu, ne? Und da fährt das Signal so wieder umgesprungen direkt. Schick, schick. Also ich kenne natürlich jetzt hier die Baureihe 481, natürlich sind aus der Realität so direkt, ganz klar, aber so was ich so mitbekommen habe, zum Beispiel von Mitfahrten oder so, von Videos etc., ne? Oder auch von Bildern, sieht das Ganze auf jeden Fall schon richtig realitätsgetreu aus, muss ich sagen. Und auch so vom Sound her, ne? So, vorhin können wir nur 60 hatten, wa? Ja, da gibt es ja auch hier diesen Tempomaten. Südende. Ich weiß, glaube ich, nicht gut, was ich gesagt habe. Eine Ansage war relativ laut gewesen. Sie war auch. Wir haben diesen Tempomaten, ne? Das ist hier vorne mit dem Hebel, mit dem Richtungs- und Geschwindigkeitswähler. Da haben wir sozusagen auch hier einen Tempomat mit dabei. Und hier oben halt mit dieser Tachonadel, hier halt festlegen kann, auf welche Geschwindigkeit man das Ganze voreinstellen möchte. So, übrigens, wenn ich nur die Taste T drücke, dann erkennt er automatisch, welche Seite geöffnet wird. Und er öffnet dann auch direkt automatisch. Genau. Ja, gibt es noch verschiedene Perspektiven, die man so durchswitchen kann. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier auf die Ansicht gehe, kann ich... Ah, da kann ich auch die Wagen hier durchswitchen. Okay. Ne, die Taste wollte ich jetzt nicht drücken. 24 Stunden für Sie da. Ja, auch hier so Details, ne, wie die Aufkleber bzw. Werbung, Informationen für die Fahrgäste hat man schon umgesetzt. Und auch hier die Animation, wenn die Türen schließen, dass dann hier oben dieser Leuchtmelder angeht, ne. Gleich sehen wir uns noch mal ein bisschen von außen an. Was haben wir hier oben noch? Das sind, glaube ich, die ganzen Sicherungen. So, 60, genau, das passt. Ja, der Preis liegt übrigens ja, bei 29,19 aktuell. Das ist auch der aktuelle Preis, ne, mit der Mehrwertsteuersenkung von 19% auf 16%. Da hat sich auch Train Team Berlin dran beteiligt. Nächste Station, Lankwitz. Lankwitz, nicht Blankwitz, ne? Haben Sie Fans an dieser Stelle vor, ne? Die wissen natürlich, kennen alle Blankwitz, denke ich mal. Eine schöne Freeware-Karte. Aber das ist natürlich hier Lankwitz, ganz klar. Ja, mittlerweile ist übrigens auch schon die Version 1.02 erschienen. Ups, hier müssen wir anhalten, nein. Oh je. Wir müssen die Schnellbremsung einleiten. Ja, also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ich entschuldige mich hier für meine nicht vorhandenen Fahrkünste. Fahrgäste fliegen schon alle durch den Innenraum. Eieiei. Ausstieg rechts. Ah, hier haben wir Ausstieg rechts nochmal, okay. Genau, was wollte ich auf jeden Fall jetzt sagen, weil ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt gucke hier noch nebenbei, welche die aktuelle Version ist, ne, und dann, ja, passiert es. So, da würde ich sagen, wir sehen uns das Ganze mal gerade noch so ein bisschen von außen an, an der Stelle. Hier vorne haben wir noch einen Spiegel, der automatisch auch ausklappt, ne, und wieder einklappt, meine ich. Können wir uns gleich mal kurz ansehen. Aber ich muss auch sagen, hier so von draußen sieht es auch auf jeden Fall echt schick aus. Auch so ein bisschen abgenutzt zum Teil, ne? Das kommt schon der Realität alles relativ nahe.
Was macht sie hier? Ah, hier. Na, eh. Doppelstockwagen. Ja, hier oben mit den Aufklebern, ne? Auch so ein bisschen durch die Witterung angepasst worden. Dann haben wir hier noch einen Bereich für Fahrräder. Und Abfahrt. Ja, Notbremse gelöst. Zugabfertigung durch Triebfahrzeugführer heißt das übrigens, ZAT. Fällt mir gerade nochmal ein, das war das, was ich vorhin auch gesagt habe, ne? Und da gibt es noch eine andere Bedeutung. Oder ich glaube, wenn es nicht vorhanden ist, dann ist halt die Zugabfertigung durch die Leitstelle oder halt durch denjenigen, der halt die Aufsicht am Bahnsteig übernimmt. Oder es war auch nochmal ein Symbol gewesen, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Genau, auf jeden Fall aktuelle Station. Lichterfelde Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Auf jeden Fall aktuell die Version 1.2. Es gab jetzt schon zwei Updates auch. Zumindest zum Zeitpunkt hier der Aufnahme. Wo auch nochmal einige Dinge überarbeitet worden sind, beziehungsweise Fehler behoben worden sind. Und auch im KI-Verkehr wurde auch nochmal ein bisschen was gemacht. Es gibt ja auch wieder mal in Szenarien schöne andere KI-Fahrzeuge, die hier umherfahren. Gefällt mir übrigens auch ganz gut. Dann haben wir eben schon gesehen, noch ein RE, Regionalexpress eben, ein Doppelstockwagen. So, jetzt können wir noch ein bisschen hochgehen. Die Geschwindigkeit 70. Ja, und wie gesagt, 8 Szenarien werden insgesamt mitgeliefert. Es gibt auch schon Szenarien im Rails-Forum, habe ich gesehen, zum Beispiel von der Berliner Currywurst. Schöne Grüße nochmal an dich an der Stelle. Habe ich mir auch schon installiert. Das ist allerdings ein Szenario bei Nacht. Da dachte ich aber jetzt mehr so, gut, da sehen wir jetzt halt relativ wenig bis gar nicht. Ne? Ist im Let's Play immer so eine Sache. Deshalb am liebsten eigentlich nehme ich das so am Tag auf, ne? Weil da kann ich immer ein bisschen, da kann man auch ein bisschen was erkunden und sehen und so weiter, ne? Aber natürlich so Nachtfahrten, die muss es natürlich auch geben, beziehungsweise gibt es ja auch in der Realität, kann man ja auch nicht sagen, ja ich fahre jetzt heute mal nicht, weil ich fahre jetzt heute Nacht nicht, weil da sehe ich ja nichts und so, geht natürlich dann an der Stelle schlecht. Ja, ne? Genau, da gibt es ja noch verschiedene Werbelackierungen, die mitgeliefert werden. Es gibt auch noch zwei Szenarien, war es glaube ich gewesen, fürs schnelle Spiel. Jetzt schaue ich mal gerade nochmal nach. Dass ich da euch was falsch erzähle. Genau, zwei Quick-Drive-Szenarien mit KI-Verkehr. Und genau, andere 8 Standard-Szenarien nach Originalfahrplan. Gibt es auch im Winter, habe ich gesehen. Also bei Schnee, wo man unterwegs ist. Und am frühen Morgen, auch abends. Ja, wir sind hier am frühen Morgen unterwegs, 6.20 Uhr haben wir aktuell, es ist wirklich schon, ja, mega hell hier auf jeden Fall. Finde ich gut, weil, aber ihr wisst ja bestimmt, bei manchen Spielen ist es halt so wie zum Beispiel in Omsi, da wird es halt immer relativ schnell dunkel am Abend, auch zur Sommerzeit. Und ich wusste jetzt eben am Anfang vom Let's Play nicht mehr genau, wie das sein wird hier im TS, ob da morgens um die Uhrzeit auch schon so hell ist. Aber es soll ja im Sommer sein, ne? Wobei am Anfang ja stand Frühling, ne, in der Szenarienbeschreibung stand, das ist ein schöner sonniger Morgen, Frühlingsmorgen, so war es gewesen. Der war stand ja vorher noch dabei, Sommer in der Auswahl im TS, aber egal. Es ist auf jeden Fall echt schönes Wetter und man kann alles schön erkennen hier, klare Sicht, was will man mehr, ne? Nächste Station, Ostdorfer Straße. Ja, dann ist hier übrigens jetzt auch das Railsim-Forum wieder verfügbar. Das war jetzt in den letzten Tagen hier im Wartungsmodus gewesen, wurde mit einem neuen Design ausgestattet. Und allgemein wurde halt ein Upgrade durchgeführt auf eine neuere Version, hoffe auch nur mit der moderneren Version. Und da sind jetzt soweit die Wartungsarbeiten abgeschlossen.
Bei der ganzen Sache gibt es natürlich einen Nachteil, und zwar ist ja dieser Nachteil, dass halt die alten Links nicht mehr direkt funktionieren. Dementsprechend, ne, wenn man halt jetzt alte Links noch irgendwo unter einem Video findet oder so, dann kann es natürlich an der Stelle gut sein, wenn man es verbremst, dass man dann nachher die Webseite nicht mehr findet halt, das, beziehungsweise das Szenario oder den Link dazu. Aus dem Grund halt, weil halt dieses Upgrade durchgeführt worden ist und dadurch halt auch eine neue Adresse hinterlegt worden ist. Aber es soll, so wie ich mitbekommen habe, so ein Tool geben oder so eine Software, ich weiß es nicht genau, oder halt eine Webseite, wo man halt die alten Links nur einfügen kann und direkt auch den Link zu seiner neuen Webseite bekommt. Dementsprechend, ich glaube, es gibt es aktuell noch nicht, aber es soll auf jeden Fall noch kommen. So wie ich das mitbekommen habe, und dementsprechend kann man, denke ich mal, schon dann an der Stelle die älteren Szenarien oder die älteren Links dann nochmal benutzen. Halt ein bisschen über Umwege, aber besser auf jeden Fall, als wenn man alles nochmal von neu suchen müsste jedes Mal. Genau, und da soll es auch noch demnächst einen Dark Mode geben. Denn aktuell ist alles noch relativ ja, hell, ne? Merkt man natürlich gerade, wenn man so am PC abends ist oder so, dann strahlt das natürlich einen direkt ins Gesicht, die weiße Farbe, ne? Kann man natürlich noch nicht anpassen, aber das soll wohl auch noch kommen. Aber sonst auf jeden Fall echt schickes neues Design, gefällt mir. Kennt mir auch schon von vielen anderen Foren, ne? Omsi Forum, Omsi Webdisk. Da wurde nächste ja auch, Station, Lichterfelde Süd. Da wurde ja auch in vergangenen Zeit einige Aktualisierungen durchgeführt, auf die neue Software geupgradet. Jo, Sifa. Habt ihr gerade gesehen, da waren noch ein paar Booster gewesen. Mercedes-Benz, Citaro. Gut, ist so ein EN02, EN06 oder so. Ah, ja. Ja, wie gesagt, also beim Bremsen, ja, ne, klappt noch nicht so gut. Übrigens, hier vorne haben wir dann hier diesen Stromabnehmer, ne? S25, ja. Nach Teltowstadt. Einsteigen bitte. Genau, hier vorne ist dann der Stromabnehmer, der wird dann hier über diese Schienen hier, auf beiden Seiten ist der übrigens, ne, über diese Schienen wird dann hier der Strom übertragen. Und dementsprechend hier so ein S25 nach Teltowstadt. Zurückbleiben bitte. Jawohl. Ne, dementsprechend auch hier so ein Warnsymbol für ein ja, Warnung vor dem Strom halt, ne? Lebensgefahr, dieses Symbol angebracht. So, ich hoffe mal, dass keiner jetzt hier ausgestiegen ist, hier vorne. So, und hier müssten wir, glaube ich, auch wieder den Stromabnehmer, sage ich schon, den Hauptschalter ausschalten. Weil an dieser Stelle ist auch keine Stromschiene hier verbaut, ne? Sehen wir ja auch. Aber ich lasse es jetzt mal einfach, weil ich habe Angst, dass ich nachher den Zug dann mit zum Laufen bekomme. So, jetzt kommt schon... Oh, wir sind schon da. Das ging jetzt aber flott. So, vielleicht können wir uns dann noch ein bisschen umsehen, wenn es uns der TS erlaubt, wenn er nicht gleich die Fahrt schon abschließt. Dann könnten wir uns vielleicht noch ein bisschen umsehen, denn... Das ist ja auch der S-Bahnhof Berlin-Teltow-Stadt. Den kennt man ja auch aus Omsi tatsächlich so ein bisschen, ne? Da fährt man auch in Omsi lang, auf dem Metro Berlin X10. Und zwar Richtung Teltow-Bahnhof bzw. Sigridshorst auf der Linie 601 X1. Und ja, da wurde nämlich auch noch oben die Strecke, wo die Busse fahren, so ein bisschen dargestellt. Ein bisschen nachgebaut. Und vielleicht können wir uns dann noch so ein bisschen kurz umsehen, ne? Also ich habe auf jeden Fall... einige Sachen so wiedererkannt, muss man wirklich sagen.
Also natürlich ist es aus der Realität, da war ich natürlich noch nicht, aber so ist es zum Beispiel auch in Omsi 2 Add-on bei den X10 und dementsprechend 40 müssen wir hier gleich fahren. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es auch in der Realität so aussehen wird. Aber das finde ich schon immer klasse, wenn bei Add-ons, ne, das Ganze realitätsgetreu dargestellt ist, ne. Das hat auf jeden Fall was. Nächste Station, Telto Stadt. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Ja, aber sogar noch auf Englisch. Der liest hier seine Zeitung. Genau, ansonsten hier soweit der Führerstand, hatten wir uns ja soweit angesehen. Genau, die Spiegel, hat Stefan was gesagt, die sind jetzt auch eingefahren, sehen wir jetzt hier schön. Das 25 hat er noch geschildert, okay. Die sind jetzt allerdings natürlich jetzt nicht hier umgesetzt worden im TS, geht natürlich nicht aufgrund auch von der Performance her etc. Aber sind auf jeden Fall animiert worden, indem sie halt ausfahren an die jeweiligen Stationen, beziehungsweise wenn man halt hält. Aber das kennen wir auch schon von anderen Zügen. Aber hat man auf jeden Fall, wie ich finde, ganz schön umgesetzt. So, da vorne ist dann Ende im Gelände. Ich weiß es gar nicht genau, wird es in der Realität hier noch weitergehen oder... Ich meine schon, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube aber nicht an der Stelle. Aufstieg links. Weil es ist ja wie gesagt hier auf dem Südast, ne, wo wir hier unterwegs sind. Weiß ich jetzt nicht genau, ich sage da lieber jetzt nichts mehr an der Stelle, bevor ich irgendwas Falsches sage. So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt die Stelle. Ne, hier fährt man normalerweise mit dem Bus lang. In Omsi. Aber sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Wie man es jetzt kennt, so in Omsi. Aber man kann sich im Großen und Ganzen schon das Ganze so ein bisschen nicht erfolgreich beendet, oha. Das Ganze schon ja wirklich so vorstellen in der Realität. Und hier müsste dann lang gehen Richtung Richtung dem Bahnhof Telto. Ja, wieso wir das jetzt erfolgreich beendet haben, vermutlich wegen dem einen X am Anfang, ne? Weil wir ein bisschen zu spät waren. Naja, egal. Ja, sind wir auf jeden Fall angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, wo wir hier unterwegs waren, hat euch ein bisschen unterhalten. Wie gesagt, an den Fahrkünsten muss ich noch mal ein bisschen üben. Ist halt, wie gesagt, noch alles relativ ungewohnt. War ich schon noch nicht so oft unterwegs auf dem Add-on. Ja, gerne dürft ihr natürlich an der Stelle mal schreiben, wie euch das Ganze gefallen hat, wie euch das Add-on auch allgemein gefällt, ob er euch das auch gekauft habt oder eventuell kaufen werdet irgendwann, wenn ihr überlegen seid. Und wie ihr das so findet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall ein ganz nettes Add-on, gefällt mir auf jeden Fall. Muss natürlich jeder selbst wissen, ob er halt die ja, knapp 30 Euro dafür ausgeben will. Ne? Also es wird natürlich schon einiges geboten. Übrigens gibt es auch noch verschiedene Lackierungen, die mitgeliefert werden, also Repaints. Kann ich aber noch gerade kurz vorlesen. Oder auch bei den Szenarien habe ich gelesen, gibt es auch noch was, wo animiert worden ist. Zum Beispiel defekte Antriebe, die hinzugefügt worden sind, dass man halt nur noch als ja, lange Sache mit S-Bahn unterwegs sein kann, wo da umgesetzt worden ist. Also da hat man schon auf jeden Fall einiges rausgeholt. Und vieles wirklich an die Realität toll angepasst. Auch vom Sound her hatten wir gehört, von den Funktionen her. Ne? Natürlich alles ist bedienbar zu 100%, aber so im Großen und Ganzen hat man das Ganze schon echt cool umgesetzt, muss ich sagen. Und vor allen Dingen natürlich muss man auch immer bedenken, das ist hier im Train-Simulator noch, ne? Hat natürlich auch nicht immer die Gegebenheiten, alles so umzusetzen. Genau, so, was haben wir denn hier dabei? Also es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, verschiedene Lackierungen, zum Beispiel die Traditionslackierung, deine Werbeversion Club, die Werbeversion DDR-Museum, dann eine Werbeversion Donuts und eine Werbeversion Fußball, die hier mit dabei ist. Genau.
Ah, hier steht auch nochmal ZP9, Abfertigung Bahnaufsicht, gibt Anweisungen bei Lichtsignal inklusive passender Bahnsteigansagen für die Fahrgäste. Genau, und dann gibt es noch die ZAT für Abfertigung und Selbstabfertigung durch den Triebfahrzeugführer. Der Spieler löst selbst entsprechende Ansagen im Spiel aus. Auch hier für zahlreiche Zugziele passende Ansagen vorab eingesprochen. Hinweise können je eigene Stimmenpakete ergänzt werden. Genau, das kann nämlich auch noch ergänzt werden. Also Stimmen kann man ja auch anpassen, so gesehen. Ne? Wenn man zum Beispiel die aus dem Original irgendwie aufgenommen hat, wie der liebe Max zum Beispiel. Wie gesagt, Dankeschön nochmal an der Stelle. Er hat mir, wie gesagt, Originalansagen mit dabei. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, eine Ansage von Mozart in der normalen Version mit dabei, wenn man sich so kauft. Ne? Wie gesagt, aus lizenztechnischen Gründen unter anderem. Aber die sind eigentlich auf jeden Fall auch ganz angenehm. Sind, wie gesagt, leider nicht die Originalen, aber auf jeden Fall sonst soweit real eingesprochen von Stationen und so weiter und auch von den Hinweisen etc. Genau. Ja, da würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle fürs Dabeisein. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Ton soweit in Ordnung war. Ansonsten muss ich halt nachher mal schauen, was ich da mache. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.